Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Jetzt kommt ein Video, wo ich eigentlich gedacht hätte, dass ich das nicht mehr drehe. Habe mich jetzt aber dazu entschieden, das Video zu drehen. Denn ihr habt es ja mitbekommen, so ein bisschen mit Juwelkerze, wenn ihr meine Vlogs geguckt habt und auch wenn ihr meine Instagram-Stories verfolgt. Es gab ja beim Black Friday so viele Probleme, dass ich meine 200 Euro zurückbekam und dass die Bestellung überhaupt kam und dass man überhaupt gratis Kerzen dazu bekam. Und einige haben, glaube ich, bis jetzt die Black Friday-Bestellung noch nicht. Also Juwelkerze hat da gerade einige Probleme, dass die Bestellungen nicht zu uns bringen, also nicht an den Kunden bringen. Und jetzt war es auch so, ich habe im Januar was bestellt und es kam jetzt vor 2 Wochen, glaube ich, war es nicht an. Und ich meine, es ist schon Mitte März gewesen, Ende März. Wenn ich Anfang Januar bestelle, ist das natürlich sehr lang. Dann wurde mir wieder was gestrichen eigentlich. Also zuerst haben wir sie geschickt, habe ich mich dann gefreut. Eine Aufstellung, wo dann Goodie mit dabei war. So als Entschädigung habe ich mir gedacht, das wäre natürlich toll. Dann wurde mir aber irgendwie doch noch eine andere Rechnung geschickt, ohne dieses Goodie. Aber jetzt kam Gott sei Dank die Bestellung mit Goodie. Und dadurch, dass sie das wenigstens versuchen, mit dem Goodie wieder gut zu machen und die letzte Bestellung wenigstens pünktlich kam, habe ich mir gedacht, ich mache jetzt trotzdem das Video, zeige euch die Produkte, die ich gekauft habe. Und ganz wichtig, es bleibt auf jeden Fall bis zum Ende des Videos dran, denn es wird auf jeden Fall ein tolles Gewinnspiel geben. Weil ich ja jetzt mehr Abonnenten habe und ich habe schon die 700 Abonnenten geknackt und auch schon die 800 Abonnenten. Und da mir aber YouTube immer wieder Abonnenten nimmt und ich die 800 noch nicht so ganz, also den 800 noch nicht so ganz vertraue, mache ich erst ein 700 Abonnenten-Special. Und wenn ich tatsächlich auch wirklich fest 800 Abonnenten habe, dann gibt es das 800 Abonnenten-Special, aber nicht, dass ich jetzt das Gewinnspiel mache und dann nimmt mir YouTube wieder Abonnenten und dann habe ich zwar das 800 Abonnenten-Gewinnspiel, aber keine 800 Abonnenten, ist dann doof. Ihr wisst, was ich meine. Aber ich warne euch auf jeden Fall vor, wenn ihr bei Juwelkerze bestellt, also erstens, ich bin nicht mehr so begeistert davon, weil der Schmuck leider immer billiger wird, die Kerzen aber trotzdem um einiges teurer werden und da sie einfach zurzeit Probleme mit der Lieferung haben und auch einige wieder immer wieder storniert werden oder erst gar nicht ankommen und was weiß ich, also überlegt es euch auf jeden Fall, ob ihr bei Juwelkerze bestellt. Aktuell bestelle ich lieber bei Chant Aroma, bei Juwelkerze wirklich nur, wenn es ein tolles Angebot gibt oder wenn es etwas umsonst gibt, dann bin ich da auch ganz schlimm. Oder wenn mir die Kerze wirklich gefällt. Also mittlerweile finde ich auch nicht mehr viele Kerzen, die mir bei Juwelkerze gefallen. Und deswegen tue ich mich da zurzeit ein bisschen schwer, dass ich was finde. Ja, aber ich würde sagen, ich zeige euch jetzt erst die Bestellung, die schon seit längerem eigentlich kommen sollte und die ich fast nicht gesamt bekommen hätte, weil eigentlich wären bloß noch 2 Kerzen von den 3 Produkten drauf gestanden, die ich bestellt habe. Und zwar habe ich einmal bestellt. Und zwar habe ich einmal bestellt die Little Fox Kerze. Die ist tatsächlich noch toll. Die riecht so wahnsinnig gut. Ach, die riecht einfach nach Kinderpunsch. Ich liebe den Duft und die musste einfach nochmal sein. Und ich hoffe ja so ein bisschen, dass da der Fuchs drin ist. Und der Fuchs, schau, der sieht einfach süß aus. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich probiere noch einmal mein Glück, weil ich sowieso den Kerzenduft mega liebe. Die wird aber jetzt erstmal in den Schrank wandern, weil die wird auf jeden Fall erst im Herbst bzw. zum Winter hin angezündet. Muss leider noch warten. Genauso wie die nächste Kerze. Und zwar habe ich mir noch bestellt von, logischerweise von Juwelkerze, die Juwelkerze Frühe Weihnachten. Und da ist drin, ach ja, hier ist ein Armband mit Charm drin. Und hier ist drin auch, glaube ich, ein Armband. Ja, ein Armband. Und da gucken wir jetzt rein. Das ist halt so eine süße Dose. Und die kann man halt auch super dann als Keksdose danach verwenden. Finde ich einfach so schön. Riechen tut die überhaupt nicht weihnachtlich. Fällt mir gerade auf. Aber okay. Die riecht eher so nach frischer Wäsche ein bisschen. Und ein bisschen fruchtig auch noch. Aber die Dose, die finde ich schon schön. Die fällt mir schon. Und die kann man halt danach auch aufheben. Und deswegen wollte ich die noch haben. Die war nämlich runtergesetzt. Nur wegen dem und dem, was jetzt gleich kommt, habe ich bestellt. Und kriegen hätte ich eigentlich bloß sollen diese Kerze und die andere. Also da hätte ich tatsächlich nicht viel gespart. Denn die war runtergesetzt, die Fuchskerze nicht. Da habe ich normal dafür gezahlt. Und dann habe ich mir einmal gekauft. Auch wegen diesem Set habe ich eigentlich die Kerze, bestellt. Und zwar einmal das Frohe Weihnachten-Set. Das fand ich mega schön, aber mir war das einfach zu teuer. Und dann war es runtergesetzt, habe ich mir gedacht. Und jetzt kaufst du es dir. Ja. Aber mir ist aufgefallen, hier steht auf jeden Fall noch Enjoy. Und dann sieht das Set von innen so aus einmal. Wir haben hier einmal eine Karte. Eine Weihnachtskarte, steht halt Frohe Weihnachten drauf. Finde ich eigentlich echt schön, so als Weihnachtsset, wenn man es jemandem hätte schenken wollen. Meins kann ich aber keinem schenken, denn, ach ja, hier steht noch, wir wünschen dir ein herzwarme und Zimt,
Stern süße Weihnachten. Und hier hätte eigentlich drin sein sollen eine Kerze, eine Bodykugel und ein Streichholzschichtelchen. Ihr seht, was fehlt. Ein Streichholzschichtelchen. Aber ich bin jetzt froh, dass ich wenigstens meine Bestellung habe. Mir geht es ja im Endeffekt bloß um die Kugel bzw. die Kerze mit dem Schmuck. Da finde ich jetzt nicht, finde ich es jetzt nicht so schlimm, dass jetzt die Streichhölzer nicht dabei sind. Aber ist natürlich doof, wenn ich Sachen rausschicke, die nicht komplett sind. Muss ich ehrlich zugeben. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich das Goodie bekommen habe, nur weil hier was fehlt. Oder wegen der verzögerten Lieferung. Keine Ahnung. Aber ich habe jetzt gesagt, ich lasse es. Ich lasse jetzt auf mich beruhen. Ich bin froh, dass ich das noch bekommen habe. So hilft jetzt nicht. Genau, und da war auf jeden Fall einmal die Bodybombe drin. Frohe Weihnachten. Und das sind, glaube ich, ja, ist mit Duftzimt-Orange. Riecht wahnsinnig gut. Wird aber auf jeden Fall auch bis Weihnachten aufgehoben. Und da sind Ohrringe drin. Und einmal die Kerze. Die habe ich auch schon einmal. Aber die duftet auch so wahnsinnig gut. Deswegen wollte ich die einfach nochmal haben. Und die hat wahnsinnig schönen Schmuck drin. Ich hatte aber leider nicht so schönen Schmuck drin. Deswegen habe ich mir gedacht, ich probiere mein Glück nochmal. Ja, riecht gut. Riecht eindeutig gut. Und hier haben wir eine Halskette drin, eben mit Winterduft. Aber auch das darf bis Weihnachten natürlich wieder warten. Ja, und da ist natürlich der zusammenpassende Schmuck drin. Also sowohl hier als auch in der Bodykugel als auch in dieser Kerze sind Schmuckstücke drin, die zusammenpassen. Einmal Kette, einmal Armband und einmal Ohrringe. Und deswegen wollte ich einfach das ganze Set haben. Hat mich einfach interessiert. Dann hoffe ich, dass wenigstens schöner Schmuck drin ist. Und ich lasse das jetzt auf mich beruhen, dass da jetzt keine Streichhölzer drin sind, aber wenigstens sind die Kerzen und die Bodykugel drin. Das wäre mir ärgerlich gewesen, wenn die nicht drin gewesen wäre. Und dann habe ich dazu bekommen einmal Schmuckstück. Und da war ich tatsächlich dann wieder besänftigt. Also liebes Juwelkerzenteam, das hat tatsächlich gut gemacht, dass ihr dann wenigstens ein Goodie mit reinpackt, wenn ihr schon so viel verkackt habt die letzte Zeit. Anders kann man es nicht sagen. Und da hatte ich einmal ein Swarovski-Schmuckstück drin. Und das sieht eigentlich... Hätte gedacht, das ist ein Armband, ist tatsächlich eine Kette. Na, das ist eben so eine Kette mit Swarovski-Steinen. Sieht eigentlich recht süß aus. Die Steine sehen auf jeden Fall sehr schön aus. Genau, da habe ich mich natürlich gefreut. Ich nehme alles, was umsonst ist. Und deswegen habe ich denen auch nicht geschrieben, eigentlich nur, weil das drin war. Also ich habe ihnen natürlich geschrieben, wo meine Bestellung bleibt, aber nachdem jetzt das da war, ich habe denen nicht geschrieben, dass das Streichholzschächtelchen fehlt, weil ich froh bin, dass ich überhaupt was bekommen habe. Und dann habe ich noch bei der Gratiskerzenaktion bestellt. Was, Gratiskerzen? Ja, ich glaube, Gratiskerzenaktion war das, habe ich bestellt. Und zwar habe ich da einmal bestellt und dann habe ich mir gekauft einmal. Und zwar habe ich mir da einmal gekauft von Juwelkerze die Duftstäbchen, Coconut und Watermelon. Ja, wie gesagt, die Kerzen, die sprechen mich nicht so an. Dann habe ich mir gedacht, ich probiere jetzt mal die Duftstäbchen. Kann man sich eigentlich schön hinstellen, habe ich mir gedacht. Probiere ich mal. Ich habe tatsächlich noch keine Duftstäbchen. Das schadet auf jeden Fall nicht. Und das Set sieht einmal so aus. Wir haben hier eben den Schmuck drin. Habe ich noch nicht geöffnet. Werde ich auch noch nicht. Erst wenn ich das öffne. Es riecht auf jeden Fall mega nach Kokos. Ich rieche es jetzt schon. Und hier eben die Duftstäbchen und dieses Gläschen mit dem Öl drin. Wollte ich einfach probieren. Und das wird auf jeden Fall jetzt noch bis zum Sommer warten, weil es ja im Sommerduft ist. Ich musste irgendwie den Preis zusammenbringen, dass ich die Kerzen umsonst bekommen habe. Und da habe ich ein bisschen zusammengewürfelt tatsächlich. Weil mir die Kerzen einfach nicht so wahnsinnig gut gefallen. Und dann, die Preise blende ich euch natürlich mit ein, habe ich mir einige Kerzen gekauft. Und zwar habe ich mir einmal gekauft, die habe ich zwar schon, aber die finde ich einfach so toll. Die Sweetheart Juwelkerze. Und zwar ist es mit Ohrringen, ja. Genau, mit Ohrringen. Ohrringe kann man immer tragen und deswegen habe ich mir die mitgenommen. Ich glaube, ich habe sogar noch eine, aber da ist ein Ring drin, ein Ring in S. Und dieses Mal mit Ohrringen, finde ich nicht schlecht. Dann habe ich noch eine, das war glaube ich eine Kerze, die umsonst war, also zwei habe ich dazu bekommen. Die zwei Sachen habe ich jetzt gekauft. Und zwar habe ich einmal dazu bekommen, fand ich so cool und die wollte ich schon so lange. Oh, die hat aber schon Duftpickelchen, aber riecht gut, riecht noch gut. Und zwar die Mama-Kerze, das ist von Daniela Katzenberger, die Together bei Daniela Katzenberger logischerweise. Da sind eben so Mutterketten drin und die will ich mir natürlich so ein bisschen aufheben für später irgendwann. Ja, und die hat so schöne Ketten drin, ich glaube das ist Roségold, oder? Nein, bloß Holzkette, aber die gibt es auf jeden Fall mal in Gold und in Roségold und ich glaube, dass das Roségold war. Ist auf jeden Fall auf der Bestellung drauf gestanden und ich meine, dass es Roségold war. Ja, über die habe ich mich natürlich mega gefreut, dass ich die Gratiskerze bekommen habe. Die wollte ich mir
Molle tauschen, aber ich glaube, der Tausch, der wurde nichts damals. Dann habe ich mir geholt. Das war tatsächlich die einzige Kerze, die mich so richtig angesprochen hat. Das andere habe ich ja nur bestellt, weil mich sonst keine Kerze angesprochen hat im Endeffekt. Und zwar habe ich hier einmal die Europakerze gekauft. Die hat mich mega interessiert. Und zwar Juwelkerze Ancient Europe. Und da kann halt ein Eiffelturm drin sein, da kann, ich glaube, eine Breze kann drin sein, das ist auf jeden Fall eine Kette, so ein, der Big Bang kann drin sein, der Big Bang, den hätte ich super gerne. Ja, und das finde ich einfach mega interessant und die musste mit und die gefällt mir auch vom Design her. Ja, der Duft ist vielleicht ist frisch und blumig, beziehungsweise ein bisschen auch wieder noch Waschmittel. Also ich finde, viele Kerzen von Juwelkerze riechen mittlerweile nur noch Waschmittel. Aber ich hoffe, dass mir der Duft gefällt und auch das Design gefällt mir und deswegen durfte ich die mit. Ausnahmsweise. Und dann habe ich mir noch gekauft, beziehungsweise war noch umsonst dabei, einmal von Anne Wünsche eine Kerze. Da habe ich tatsächlich auch noch keine und die finde ich auch echt schön. Und zwar die Be Stronger bei Anne Wünsche logischerweise. Da ist auch eine Kette in Silber, glaube ich, drin und die riecht nach Erdbeere, nach Erdbeermauern riecht die. Ich würde sagen nach Erdbeermauern. Ja, und die finde ich eigentlich auch recht schön. Ich glaube, da ist der Schmuck, der mir nicht so gefällt. Ist jetzt nicht so meins. Es ist halt ein bisschen kindlicher gestaltet. Aber das ist Geschmackssache. Das ist einfach Geschmackssache. Ja, an sich finde ich sonst die Kerze toll. Ja, und es war tatsächlich das, was ich jetzt bei der Gratis-Kerzen-Aktion bestellt habe. Also ich habe 3 Sachen gekauft und habe 2 Kerzen geschenkt bekommen. Bei sowas bin ich immer sehr leicht zu kriegen. Sehr, sehr leicht. Gott sei Dank haben die das bloß 2-mal im Jahr. Bin ich sehr froh. Beziehungsweise eigentlich öfter. Auch wenn die sich das Sortiment wechseln, dann 4-mal im Jahr. Da kann ich echt viel Geld ausgeben, obwohl ich es nicht will. Und jetzt gab es auch wieder eine Aktion. Und zwar eine Gratis-Charm-Aktion zu Ostern. Und natürlich habe ich wieder bestellt, denn sie haben tatsächlich Kerzen rausgebracht, die ich mega süß finde. Ist zwar auch nicht für jeden was, aber ich fand die süß. Wurde aber bloß eine Kerze, ich habe mich zusammengerissen. Und zwar ab einem Bestelltwert von 26 Euro irgendwas bekommen ein Armband mit Charms dazu. Und ich zeige euch jetzt erst das Armband. Genau, das muss ich euch natürlich vom Namen fotografieren, weil ich die einfach so süß fand. Das sind nämlich so 3D-Charms, also nicht so halbrunde Charms, sondern wirklich 3D-Charms. Und da ist einmal so ein mega süßes Ei drin in Rot und einmal so ein Ei, halbes Ei mit Osterhase. Das ist einfach so süß. Also da bin ich tatsächlich froh, dass ich bestellt habe. Das ist, auch wenn ich sagen muss, dass in den Kerzen der Schmuck immer billiger aussieht, da haben sie sich echt selber übertroffen. Das sieht so toll aus und auch so hochwertig gestaltet. Normalerweise habe ich es zurzeit oft, dass an der Juwelkerze irgendwas gut bezeichnet ist oder was weiß ich. Aber das ist so filigran angemalt. Also da Respekt an Juwelkerze, das ist echt toll. Und da habe ich mich mega gefreut, da gab es eben ein Armband mit 2 Charms umsonst. Und diese Armbänder, beziehungsweise dieses Armband mit diesen 2 Charms habe ich bekommen, weil ich mir eine Kerze bestellt habe. Und zwar die Juwelkerze Cherry Blossom, ein Glücksbringer in jeder Kerze. Da ist kein Schmuck drin, sondern ein Porzellankätzchen. Ein Porzellankätzchen mit einer Bedeutung. Also da gibt es Liebe, Freundschaft und so weiter. Und ich finde es irgendwie süß. Eigentlich mit Juwelkerze nichts zu tun. Es ist bloß ein Glücksbringer im Endeffekt, dieses Kätzchen. Aber ich fand es einfach so süß. Und ich musste sie einfach haben. Und natürlich musste ich die rosa eine Kerze haben. Es kann aber jetzt unterschiedlicher Schmuck drin sein. Genau, also hier seht ihr die Kätzchen. Ich weiß nicht, ob ihr die sehen könnt. Da kann drin sein Liebe, Erfolg, Gesundheit, Freude, Glück, Abenteuer, Schutz, Freundschaft, Harmonie und Familie. Genau, fand ich einfach süß. Und ich glaube, dass die auch süß zu verschenken ist. Ich glaube, dass ich die meiner besten Freundin zum Geburtstag schenke. Muss ich mir noch eine kaufen. Genau, und zwar ist das einmal die Kette. Die sieht einfach mega aus. Also tatsächlich, da haben sie sich auch wieder selbst übertroffen. Die sieht echt schön aus und ich glaube, dass ich mir da noch mehr kaufe. Oh, die riecht halt echt nach Cherry Blossom. Und das Packaging einfach dann mit dem Deckel. Also das gefällt mir eindeutig besser als die normalen Packagings. Also da werde ich mir auf jeden Fall noch was kaufen. Ich finde die so toll und auch die Glücksbringer. Und die sind Gott sei Dank nicht so teuer. Also dort zahlt man ja mittlerweile 40 Euro für die Kerzen und die hat jetzt, glaube ich, genau 29 Euro gekostet oder 26,95 tatsächlich genau. Wer so Katzen Glücksbringer will und wer Katzen mag und wer dieses Design mag, dem kann ich dir auf jeden Fall empfehlen. Da finde ich den Preis in Ordnung. Viele haben sich beschwert, haben gesagt, jetzt machen sie bloß noch Kinderkerzen, aber im Endeffekt, es muss ja keiner kaufen. Es muss keiner kaufen und ich muss sagen, ich finde es eine schöne Idee. Es ist mal was anderes, wie ständig diese Classic-Kerzen mit Schmuck, es wird langsam langweilig. Bis auf die Sonderkerzen, aber die Sonderkerzen gefallen mir auch nicht mehr. Also was soll ich noch bestellen? Ja, jetzt haben sie was Neues, mit dem sie mich fangen können. Super.
Und das war tatsächlich alles, was ich gekauft habe bei Juwelkerze. Ist ja auch wieder leider einiges geworden. Obwohl ich kein Geld dafür habe, ich muss fürs Studium sparen. Ja, aber das war jetzt alles tatsächlich so im Januar, Februar. Die letzte Zeit habe ich doch die Osterkerze, die habe ich mir gekauft. Aber nur, weil ich was anderes verkauft habe. Gekauft. Ja, und jetzt kommen wir zum Gewinnspiel, denn diese Kerze habe ich schon und deswegen will ich diese auch an euch verlosen. Habe ich mir gedacht, zum 700 Abonnenten-Special. Die Juwelkerze kommt eigentlich bei den meisten Leuten immer recht gut an. Das mögen die Leute recht gerne. Und eigentlich, also aus diesen bekommt man eigentlich noch sehr schönen Schmuck raus. Deswegen verlose ich einmal dieses Sweetheart an euch. Ich hoffe, ihr freut euch mit zwei Ohrringen und dieser wunderschönen Kerze. Ich finde die Dose auch toll, kann man auch dann für Schmuck danach verwenden. Was müsst ihr dazu machen? Einfach in die Kommentare Hashtag Juwelkerze, Hashtag 700 Abonnenten, Hashtag Verlosung. Genau, und sagt mir auf jeden Fall in den Kommentaren, ob ihr schon eine Juwelkerze getestet habt oder noch nicht. Würde mich sehr interessieren. Und dann müsst ihr natürlich Abonnent meines Kanals sein und einen Like da lassen. Dann könnt ihr diese wunderschöne Kerze gewinnen, die ich auch schon habe. Aber ich will sie nicht anzünden, die sieht so toll aus. Genau, also einmal Hashtag Verlosung, Hashtag Juwelkerze, Hashtag 700 Abonnenten. In den Kommentaren sagen, ob ihr schon mal Juwelkerze getestet habt. Abonnent meines Kanals sein und einen Daumen nach oben da lassen. Und dann hoffe ich, dass das ein tolles 700 Abonnenten Gewinnspiel ist. Für das 800 Abonnenten Gewinnspiel, da muss ich mir auf jeden Fall noch was überlegen. Da kommt auf jeden Fall noch was. Aber jetzt bleibt es erstmal bei der Juwelkerze. Und das war's jetzt mit dem Video. Das war auf jeden Fall für heute das letzte Video. Es ist jetzt 5 nach 1. Ich habe genug. Ich muss jetzt noch ein Video bearbeiten und dann geht es auf jeden Fall sofort ins Bett. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, sehr gerne einen Daumen nach oben lassen. Auf jeden Fall einen Kommentar da lassen. Vor allem, wenn ihr am Gewinnspiel da teilnehmen wollt, würde mich sehr interessieren, was ihr so vom Juwelkerze gerade haltet. Lasst es auf jeden Fall in den Kommentaren da. Und dann könnt ihr mich auch kostenlos abonnieren und auf den Abonnieren-Button, weil es immer noch sehr viele gibt, die meine Videos gucken, aber nicht abonnieren. Deswegen abonnieren. Würde mich auf jeden Fall sehr unterstützen und dann wünsche ich euch einen schönen Tag, eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss.